Liebe Kinder, wir sind heute hier wieder in der Sporthalle. Wir machen eine Sportstunde. Heute auch wieder dabei ist der Paul. Ich bin der Philipp. Ich komme aus Stammheim, arbeite auch hier beim TV Stammheim als FSJler. Wir machen heute über das Thema Eichhörnchen. Das ist sozusagen, balancieren wir heute durch die Stunde durch. Dann fangen wir an mit der ersten Übung. Hierzu braucht ihr alle ein Seil. Das hat heute der Paul mitgebracht für euch oder für uns. Und das Seil müsst ihr auseinander machen und gerade auf den Boden legen. Der Paul hilft mir dabei und wir machen das Seil möglichst gerade auf den Boden und probieren jetzt erstmal darüber zu balancieren, vorwärts, und dann schauen wir weiter. Und wir probieren es noch ein letztes Mal, damit wir es auch alle richtig gut können. Es hat ja schon mal sehr gut geklappt für euch allen und bei uns auch hier. Das Ganze probieren wir jetzt noch seitlich, damit wir noch ein anderes Gefühl dafür bekommen. Auch hier könnt ihr wieder die Arme dazu nehmen und am besten ist es, wenn man nicht gerade ausschaut, wie ich jetzt, sondern immer auf das Seil, wo man lang geht. So, dann probieren wir das Ganze auch nochmal rückwärts und hier kann man auch wieder die Hände zur Seite, und es ist auch eher einschätzen als richtiges Können. Das Ganze machen wir auch ein zweites Mal, damit man auch wieder hierfür ein gutes Gefühl bekommt. So, das habt ihr alle sehr gut gemacht und Paul natürlich auch super gemacht. Jetzt nehmen wir das Seil und machen eine Kurve oder probieren eine Kurve zu machen, damit das Seil nicht ganz gerade ist und man einfach genau achten muss, wo man hingeht. So, das Ganze probieren wir jetzt auch wieder. Wir gehen wieder vorwärts rüber. So, das Ganze auch noch ein zweites Mal und versucht auch wirklich die Kurve zu gehen und nicht sie zu überspringen. Und es ist auch kein Problem, wenn ihr das Seil ein bisschen zur Seite macht. Das passiert jedem Mal, also ist gar nicht so schlimm. Das Ganze probieren wir auch mal nochmal seitlich. So, und das probieren wir jetzt auch nochmal rückwärts. Das
könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Aber es ist kein Problem, wenn man einen Fehler macht, das passiert jedem, dann kann man es einfach mal von neu probieren. So, sehr gut gemacht. Auch du, Paul, wieder super gemacht. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einem S, also legen das Seil so wie ein S. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil man sich komplett drehen muss. Hierzu auch wieder gerne die Arme benutzen, um das Gewicht auszugleichen. So, das Ganze auch noch ein zweites Mal. Jetzt probieren wir das Ganze auch wieder seitlich und machen einfach auch dieses S seitlich. Und auch hier wieder, wenn ihr Gleichgewicht ausgleichen wollt, gerne die Arme dazu nehmen. Jetzt probiere ich das Ganze auch nochmal rückwärts. Das kann sehr schwierig werden, aber wir probieren es einfach mal. So, gut, dann kommen wir zur zweiten Übung. Wir probieren jetzt erstmal einfach auf dem einen Bein zu stehen. Wir stehen zum Beispiel jetzt erst aufs linke Bein und probieren einfach mal es auszubalancieren, dass man gerade dasteht. Wenn euch das zu schwer fällt, sucht euch einen fixierten Punkt aus, der sich nicht bewegt und dadurch steht ihr dann stabiler. Dann probieren wir es mal auf dem anderen Bein, ob es da genauso gut klappt. Und hier auch wieder. Wenn es nicht gut klappt und man zum Beispiel wackelt, könnt ihr auch die Hände zum Ausgleich nehmen. Oder wie gesagt, sucht euch einen fixierten Punkt, der sich nicht bewegt. So, dann das hat anscheinend schon mal gut geklappt. Und jetzt brauchen wir wieder das Seil, was wir davor hatten. Und wir legen es einfach mal vor uns auf den Boden hin. Und probieren jetzt, währenddem wir auf einem Bein stehen, das Seil aufzuheben. Sehr gut gemacht. Und das Ganze probieren wir jetzt nochmal mit dem anderen Bein. Also wir legen das Seil wieder hin und probieren es auf dem anderen Bein. Und könnt auch gerne die andere Hand dazu nehmen, aber ist euch allen offen. Sehr gut. Dann würden wir auch schon zum noch einen anderen Teil der Übung kommen. Dazu braucht ihr wieder nur ein Seil und am besten einen Partner. Damit das funktioniert, müsst ihr auch wieder auf einem Bein stehen und müsst versuchen, eurem Gegenüber das Seil rüberzuwerfen und die Person muss wieder fangen. Das macht ihr einfach auch dann 2-3 Mal. Okay.
Und wenn man es nicht fängt, ist auch nicht schlimm. Jetzt kann man es auch wieder einfach aufheben. Jetzt könnt ihr gerne mal das Bein wechseln und aufs andere Bein stehen und das genau so nochmal zwei, dreimal probieren. So, es hat schon mal auch wieder sehr gut geklappt und das war es schon von der zweiten Übung. So, dann kommen wir schon zur dritten und letzten Übung. Dafür gehen wir einmal in den seitlichen Liegestütz und machen dann verschiedene Übungen, damit wir da auch Variationen drin haben und das Gleichgewicht halten können. Dann gehen wir mal alle runter. Man muss auf den Ellenbogen und auf den Unterarm, damit man schön einen guten Halt hat. Und dazu die Hüfte nach oben, damit es einfach auch dort ein bisschen anspannt. Und dazu kann man dann einfach das Bein nach oben, machen wir das Bein nach oben und wieder nach unten. Kann man es auch, machen wir es auch nach vorne und nach hinten. Und wieder drauf, noch kurz halten und wieder runter. Dann gehen wir auf die andere Seite in den Unterarm seitlichen Liegestütz. Dann gehen wir auch wieder nach oben, mit dem Bein hoch, das Bein wieder runter, das Bein nach vorne und hier auch wieder nach hinten. Dazu probieren wir dann mit dem Arm, jetzt legen wir das Bein wieder ab und gehen mit dem Arm nach oben, zur Seite, nach vorne und nach hinten. Und das könnte man auch noch parallel machen, also probieren wir es auch nochmal aus. Dann machen wir das Bein hoch und den Arm nach oben, das Bein runter und den Arm nach unten, das Bein nach vorne und den Arm nach vorne und das Bein nach hinten und den Arm nach hinten. So, dann stehen wir wieder auf und ja. So, jetzt machen wir noch ein Abschlussspiel. Das Spiel heißt Linienfange und es geht folgendermaßen. Wir dürfen nur auf den Linien, die hier überall sind, rennen und es gibt einen Fänger. Und der Fänger muss natürlich die anderen fangen. Und hier jetzt auch neu mit dabei ist der Philipp, das ist mein Arbeitskollege. Hallo. Der wird jetzt auch noch eine Stunde leiten und die werdet ihr vielleicht auch sehen im Internet. Also das Spiel hat einen Fänger. Paul, möchtest du der Fänger sein? Dann ist jetzt der Paul bei uns der Fänger und wie gesagt, man darf nur auf den Linien laufen und wer keine Linien hat, kann sich auch mit kreativen Gedanken, zum Beispiel mit Kreide, selber Linien malen oder irgendwie mit Klamotten, die man noch hat, Linien legen oder sowas. Also es gibt viele Möglichkeiten, selber irgendwas zu machen. Dann fangen wir einfach mal an und spielen das Spiel. Und los geht's! Oh nein, da wurde ich auch gefangen. Somit ist das Spiel beendet. Jetzt haben wir sehr viel über das Balancieren gelernt. Hier ist noch ein sehr hilfreicher Bewegungspass mit sehr vielen Spielen. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Und das war's mit der heutigen Stunde. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß. Und somit verabschieden sich Paul und ich. Tschüss.